Hey, hier ist wieder euer Jim Nox und ich habe ja eben gerade ein Video hochgeladen zum Thema Linecraft. Das war in dem Fall zwar nur ein Bug, aber dann ist mir aufgefallen, Moment, da rechts sind Videos, Linecraft. Oh, es gibt ein Spiel, das nennt sich Linecraft. So, und dieses Spiel werde ich spielen und zwar werde ich das spielen und nebenbei per Skype-Bildschirmübertragung darf unser lieber Projection das zugucken. Er weiß noch nicht, was dieses Linecraft ist. Und er wird in wenigen Sekunden dazuschalten und sich mal kurz zu Wort melden. Hallo, Hallöde. Ja, ich bin sehr gespannt und ich glaube, ich kriege gleich einen Lachanfall, deswegen muss ich schon anfangen zu lachen. Okay, ich fange derweil mal an, dieses Spiel zu spielen. Wow, ich gucke. Was ist das? Das ist Linecraft, ein eindimensionales Spiel. Ach du Scheiße. Wir sind diese Figur. Wir können effektiv springen, was uns nichts bringt. Und zwar wirklich nichts, weil wir können nicht nach oben. Wir können nämlich effektiv nur nach unten. Okay. Wir haben kein Inventar. Kein gar nichts. Wir müssen nichts anderes machen als nach unten graben, was auch nur mit der Pfeiltaste nach unten geht und mit nichts anderem. Und unsere Aufgabe ist es, 999 Diamanten zu sammeln. Ach du Scheiße. Los geht's. Ja. Ja, also die Spannung steigt hier ins Unermessliche. Es ist unglaublich. Siehst du es flüssig? Nein. Echt nicht? Echt nicht. Oh. Egal, spiel einfach weiter. Ja, ich bin hier am Hardcore-Zocken, also wenn du wüsstest, wie ich hier abgehe, mein Mittelfinger ruht auf der Pfeil-Runter-Taste. Dein Mittelfinger? Ja. Ach so, weil du links und rechts für A verstehen. Ja, genau, ich renne jetzt nach links und ich renne jetzt nach rechts. Oh, es ist ja ein eindimensionales Spiel, stimmt, ich hab's vergessen. Es gibt nur nach oben und nach unten, verdammte Scheiße. Und nach oben, ich wollte es nochmal demonstrieren, es bringt uns gar nichts. Na geil. Das heißt, du ackerst jetzt einfach nur die ganze Zeit nach unten und sammelst... Ja. Oh Gott. Das Lustige ist, das Ganze kommt von so einem Typen, der, es gibt ja die Seite The World of Notch, also... wo Notch, also das ist Notch-Block. Notches-Block. Notch-Block. Mm-mm. Wie auch immer. Und ja, der hat, es gibt jetzt ein Block, der heißt The World of Gnotch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist der Erfinder von, ja, Linecraft. Genial. Der hat das sozusagen als Protestaktion gemacht dagegen. Ja. Auch nicht schlecht. Ich musste vielleicht zwischendurch mal zusammenzählen, wie viele ich schon habe und wie viele mir noch fehlen. Da steht doch unten links, ne? Ja, aber ich glaube, es ist insgesamt oder irgendwie sowas, oder... Ja. Aha. Du hast nicht mal Ton dabei, ne? Nee, aber ich war mir gerade so frei und habe, ich schäme mich dafür, habe ganz kurz auf YouTube geguckt, wie das denn aussehen soll, weil da gibt es irgendwie auch schon irgendwelche Scherzvideos von. Okay. Und ja, deswegen habe ich einen kleinen Eindruck bekommen. Kannst ja mal vom Forum zitieren. Ich muss hier mich ja aufs Spiel konzentrieren. Oh mein Klar Gott. Doch. Dunkelgrün. Ich glaube, das ist... Hellgrün, ja? Nö, ich habe gerade eine falsche Seite gehabt.
Müsste so eine Art, also wenn du nach Linecraft guckst, müsste es eigentlich so The World of, ja, wie der das auch immer genannt hat. Crotch. Crotch, genau. Everybody love bugs. Okay. Und Du kannst ja Waffen, du kannst ja Äxte herstellen, ne? Und Rüstung. Wie? Frag mich was Leichteres, aber hier sind die Items angegeben. Kann man hier etwa in ein verstecktes Menü kommen? Das interessiert mich jetzt. Ich drücke jetzt langsam jede Taste auf meiner Tastatur. Scheiße, sind das viele. Ernsthaft? Bei dir ja. Ja, ach so. Oh, ich hab's gefunden. Nein, die sind vorgegeben. Die kann ich höchstens Und so was? ändern. Ach so. Und welche Taste war's? 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin Ah. jetzt dick, rund und schwarz. Nee, schwarz nicht, aber silbern. Das ist so wie bei Scrubs irgendwie. Die stehen so alle in der Reihe und kommt so ein Arzt und schüttelt jedem die Hand, ne? Und dann ist er bei Turk und anstatt zu sagen, es ist mir eine Freude, yo Mann, was geht? Und es ging nämlich darum, dass Chuck vorher gesagt hat, ja, ich merke Tag für Tag, dass ich ein Schwarzer bin. Richtig mies. Richtig Richtig, gut. ja. Oh, langsam werden die Diamanten hier aber rar, ne? Also, ich hatte gerade drei Steine, keinen Diamanten. Und ich habe so einen Hustenreiz gerade. Moment mal. Uhu, uhu, Hust, Hust. So, wieder da. Schnüffel. Oh. Ja. Wir schreiben das Jahr 2050. Jim Knox drückt eine Pfeiltaste mit seinen leicht verrotteten und nur noch aus Haut und Knochen bestehenden Fingern. Die Wie, das Figur. erinnert mich an die. Ja? Das erinnert mich an eine Droge, Crocodile oder so. Boah. Okay, erzähl. Okay, warte, ich muss mich darauf vorbereiten, dass ich gleich volle Möhre auf mein Notebook kotze. Diese Droge ist pervers. Das ist eine Mischung aus Benzin, irgendwelchen Säuren und boah, so richtig mieses Zeug Also einfach. Ich kann klingt ja mal nach. gesund. Ja, warte, ich kann ja mal nach googeln. Jetzt kommt gleich Krokodile. Ja, war ja klar. Ja, dann schreib Droge davor. Ja, das habe ich auch gerade. Heroinersatz, das ist übrigens, sonst kommt aus Russland. Nur mal so. Ja, gut, die haben eh zu viele Leute. Steht denn nicht nach der Zusammensetzung? Oh mein Gott. Ach ja, in Russland ist übrigens frei verkäuflich, nur mal so nebenbei. Na, wahrscheinlich auch frei herstellbar. Dieses, alle Zutaten sind in Apotheke haltbar, selbst in Deutschland. Ja, Benzin ist ja jetzt auch nicht so. Wie nimmt man das denn ein? Ist das Pulver? So durch die Nee, das Nase ist rauchen, Spritzer. spritzen? Richtig. Spritze? Du spritzt dir Benzin. Ja, klingt. Das ist gut, ja, das. Ja. Es ist so Alternative eine zu Mischung russisch aus Roulette Besitz. oder was? Das ist so wie russisch Roulette mit Ja. einer freien Kugel. Also fünf belegten Plätzen von sechs. Ja, nur das ist zu 100% dein Körper von innen verätzt, sodass dein Fleisch abfällt und deine Knochen überbleiben. Das ist cool. Das erinnert mich Da aus gibt's. Cube. Ja, nur das ist so eklig, vor allen Dingen. Auf YouTube gibt es ein Video, das ist ab 18, das kannst du einfach freischalten lassen.
Da wird einer Frau, die das hat, also die hat irgendwie am rechten Arm, hat sie nur noch den, hat sie halt, sieht man halt einen kompletten Knochen und auf der anderen ist noch Haut drauf. Und dann wird der am lebendigen Leib ohne Betäubung so ein Stück Fleisch aufgeschnitten, weil das so befallen ist und abgestorben ist. Und ich musste so, ich hatte so den Kotzdrang danach, weil das war halt nicht geschauspielert und nicht animiert, sondern echt. Und das ist so ekelig. Und übrigens, die Summformel ist C17, H21, NO2. Oh Gott, jetzt werden es alle nachbauen. Desomorphin auch genannt. Okay. Boah, ich liege jetzt schon bei manchen Kristallen bei 25, 26. Na geil. Und das geht jetzt bis 9, wie viel? 900? 9000? Ich weiß es nicht. Also, er hat da ja irgendwas geschrieben von 999, deswegen habe ich mir gedacht, naja, bis 999 geht es. Okay, gut. Oh. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Feuerzeug. Naja, das sieht Was gut machst du aus. denn? Kleine Figur. Ah, perfekt. So. Beide Hände frei. Das ist schön. Was hast du gemacht? Ich habe die Taste festgeklemmt mit einem Feuerzeug, das ich draufgelegt habe, und einem Gegenstand, der etwas schwerer ist. So. Ja, willkommen hier bei unserem Let's Play Minecraft. Total spannend. Ich muss mich voll konzentrieren hier, damit ich alles richtig mache. Ach ja, Joa. übrigens, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber ich habe dir mal einen Comment bei dem einen Video geschrieben mit dem Halo Fable, 3. ne? Ja, habe ich Genau. gelesen. Das war geil, du guckst so durch und dann so, ja. Was hast du gesagt, warte? Aktivität und ich gucke so hin. Hat nur Aktivität, das passt da gar nicht rein. Das war witzig, weil da stand ja Attraktivität. Aber es passiert, das ist normal. Weiß zwar nicht, was aus diesem Part, aber ja. Du hast natürlich recht. Ist auch. Also, auch übrigens, also so die Hauptzutaten von dem Zeug, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen: Schmerztabletten, Benzin, Farbverdünner und Salz und Phosphorsäure. Oh, klingt doch gesund. Wer zum Teufel kommt auf die Idee, das zusammenzumischen und als Droge zu verkaufen? Ich habe mich gerade so aufgeregt, dass mein Feuerzeug runtergerutscht ist. Nein! Bleib, danke. Ganz ehrlich! Und wer kommt auf die Idee, das einzunehmen? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wird es als. Aber ich meine, das ist echt ziemlich doof. Also, ich meine, okay, Doof? eigentlich sollten alle wissen, was es anstellt. Du, wenn ich nicht weiß, dass mein Auto mit Benzin vorwärts fährt, weiß ich, dass ich durch Benzin nicht auch vorwärts fahre. Und auch nicht im seelischen oder geistigen oder metaphorischen oder keine Ahnung was Sinne. Ich finde es einfach nur pervers, wie man auf die Idee kommen kann. Okay, hier habe ich Benzin. Und naja, das, ich meine, das ist so, wie wenn du es trinken würdest. Also, noch nicht mal, es wäre schlimmer, als wenn du es trinken würdest, weil es ja direkt in eine Blutbahn gerät. Ey, das ist so. Oha. Boah. Ja. Aber die Schmerztabletten sind ja dabei, das heißt, du merkst es nicht unbedingt. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie da drin sind. Aber ey, oh. Oh, ist so Ei, Mutprüfung. ei, ei. Nochmal. So, wie heißt das immer? Mutprüfung, wie fehlt Probe. es? Mutprobe, genau so. Ah. Oder so Challenge. Der es überlebt, ist toll. Let's play Crocodile. Ich meine, Let's Test, Let's genau. Doku den Verfall von Crocodile. Genau. Let's test Crocodile. 5 Tage später, tot.
Ohne Scheiß, das ist wirklich so. Ja, wenn man sonst nichts zu rechnet, tun hat. Und wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, die Rechnung mit einer Lebenserwartung von einem Typen. So mit 2 Wochen. Vielleicht, wenn es hochkommt. Nach der ersten Einnahme. Das ist doch pervers. Ja, das ist ungefähr so wie wie hieß es nochmal? Monohydrogen. Ach nee, Dihydrogenmono. Ach so, du meinst Monohydrogendioxid. Ja, oder so rum. Nach dem Motto, nach 72 Stunden bist du tot, wenn du es nicht einnimmst. Und es macht dich dein Leben lang abhängig und ist die härteste Droge der Welt und sowieso, ne? Ach nee, härteste Droge der Welt sind immer noch Schienen. Ein Zug und du bist weg. Aber, Nee, mal ganz ehrlich, ey. Boah. Was haltet ihr dazu? Schreibt es in die Comments. Und vergiss das Abonnieren nicht, wer bis dahin geguckt hat. Abo geil. Quatsch, wer, Abo was, geil. Wer, wo? Abo wo? Geil. Wer? Ich, was, hä, wo? Ich glaube, die werden dazu gespammt oder flamed oder wie es man auch immer eine Zocker-YouTube-Online-Sprache sagt. Oh. So, unser Männchen bei unserem Minecraft gräbt sich weiter fröhlich in die Erde. Inzwischen, ich kann ja mal die Statistik vorlesen, haben wir 41 hellgrüne Kristalle, 30 rote Kristalle, 33 blaue Kristalle und 42 grüne. 43 türkisene Kristalle, 31 orangene, 34 kackbraune, 34 silberne und 38 goldene. Sehr gut. Ja. Zu rechnende Zeit T minus 50. Ja. Kein Wasser weit und breit, ich bin am Verdursten, ich bin am Verhungern. Helft mir doch, Leute, helft mir. Das war ein Scherz. Okay, darauf klicke ich jetzt mal nicht. Hä, was wollte ich denn gerade machen? Ah, ich hatte gerade irgendwas im Kommentar. Oh, scheiße. Okay.